Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen neuen Info- bzw. News-Video für Train Simulator 3. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Dafter Games hat ein paar neue Informationen rausgehauen zur linken Rheinstrecke Mainz-Koblenz, die ja demnächst für Train Simulator 3 erscheinen wird, zusammen mit dieser wunderbaren Lokomotive, die Baureihe 103. Nämlich, sie haben den Umfang bekannt gegeben, was alles mitgeliefert wird an Rollmaterial. Ist nicht wenig, ist definitiv sehr, sehr cool, was alles mitgeliefert wird. Zeige ich euch gleich. Die linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz ist ja eine der wunderschönsten Eisenbahnstrecken in Deutschland und dann auch noch zusammen mit der wunderschönsten Elektrolokomotive, die jemals gebaut wurde, die Baureihe 103. Ich kenne nicht wenige Eisenbahnfans, die diese Meinung teilen. Wirklich eine grandiose Lokomotive. Und ich kann nur hoffen, dass was die Strecke und auch was die Lokomotive angeht, das Dafter Games wirklich nicht verkackt hat, um es mal wirklich knallhart auf den Punkt zu bringen, denn das würde ich ihnen echt übel nehmen. Denn diese Lokomotive ist wirklich, ja, Legende, kann man nur sagen. Ja, der Umfang, was wird dabei sein? Wie eben schon gesagt, die Baureihe 103 in der Deutschen Bundesbahn TEE-Lackierung, so wie sie hier oben auch zu sehen ist. Wird es natürlich im Creators Club definitiv einiges an Repaints geben. Ich hoffe, dass es dann auch vom Lufthansa Express ein Repaint gibt, weil das war wirklich sehr, sehr schön. Oder auch vom Touristikzug, auch eine wunderbare Lackierung für diese Lokomotive. Da wird man gespannt sein können, was da so rauskommt. Dann ist aber auch dabei die Baureihe 110.3 in Orientrot. So wie sie hier zu sehen ist. Sehr, sehr genial, war ja schon bei der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg dabei. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es auch die 110.3 war. Aber auf jeden Fall war da eine 110er dabei. Mitgeliefert werden auch die Intercity Coaches AVMZ und BVMZ, also Intercity Wagen mit rotem Band. Also ich glaube, es ist verkehrsweiß, ne? Mit dem roten Band unten dran. Und AVMZ sind reine erste Klasse Wagen und BVMZ sind dann die zweite Klasse Wagen. Also neben dem Add-on Baureihe 101, wo ja Intercity Wagen dabei sind, sind auch jetzt hier bei der Strecke Intercity Wagen enthalten. Dann werden auch die N-Wagen mitgeliefert, die es ja auch schon bei der Bahnstrecke Bremen-Oldenburg mitgab. Diesmal aber in Mintgrün und auch der Karlsruher Kopf ist wieder dabei, auch in Mintgrün. Dann gibt es noch die SHIMMNS-U708 Wagen, also Güterwagen für den Transport von Aluminiumcoils. Waren aber, glaube ich, schon in etlichen Strecken-Addons mit enthalten. Und die TADGS-959 Schüttgutwaggons. Ziemlich großer Umfang, wie ich finde. Allein die Strecke ist ja 90 Kilometer knapp lang. Und ja, jetzt haben wir zwei Lokomotiven. Haben dann drei verschiedene Wagen und den Karlsruher Kopf noch dabei, zwei Güterwaggons, also wirklich ein großer Umfang. Man darf gespannt sein, was die Strecke kostet. Ich gehe davon aus, dass es wieder 36 Euro sein werden, wie ja der übliche neue Preis für Strecken in Train Simulator 3 ist. Ja, da gibt es verschiedene Meinungen zu, ob das angemessen ist oder nicht. Ich finde, bei so einem Umfang ist es schon angemessen. Man hat hier wirklich sehr abwechslungsreiches Rollmaterial. Man hat eine verdammt lange Strecke, wo man auch die ganzen anderen Züge fahren lassen kann, die wir ja schon haben. Und ja, ich finde, wenn es wirklich wieder 36 Euro sind, ist es diesmal schon sehr, sehr angemessen. In dem Sinne, schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Sie schreiben hier auch coming soon. Also lang kann es nicht mehr dauern. Ich tendiere zu Anfang Mitte März. Aber bei Dafter Games weiß man nie. Da kommt einfach mal hier so, zack, kommt eine Meldung. In einer Woche wird die Strecke rausgehauen. Ja, deswegen Augen offen halten. Aber ihr erfahrt natürlich auf meinem Kanal auch immer, wenn es was Neues gibt. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.